Wir haben Montag, den 27.02.2017. Es ist 2.29 Uhr und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 368 Abonnenten und ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube so 59.900 noch was Klicks oder sowas, liebe Leute, ja. Zuallererst für alle Leute, die meine Tipico-Sendungen verfolgen und eventuell auch mitspielen, herzlichen Glückwunsch, ja. Es ist mal wieder mein Sicherheitstipp. Ja, der relativ sichere Tipp ist eingetroffen. Ja, haben wir alle, die mitgespielt haben, aus 5 Euro 60 Euro gemacht. Dann habe ich heute noch einen Schein abgegeben. Ganz spontan 5 Euro auf Gladbach, Paris und Real getippt. Ja, Real lag ja 2-0 hinten, hat es aber noch gedreht, liebe Leute. Ja. Und so macht man so im Schnips Hand umdrehen. Ja. In 0, nix. Aus paar Euro habe ich jetzt 100 Euro gemacht. Das ist eine tolle Sache. Ja, kann ich gut gebrauchen. Ihr wisst, mein Laptop ist kaputt im Arsch und eine verdammte Scheiße. Ja. Ja, nichtsdestotrotz habe ich euch auch schon erzählt, dass ich ja morgen, also heute, ja, in den 10 Stunden meine Abschlussprüfung habe in der Uni und die besteht aus Kamera, Licht und Ton, Schnitt, After Effects und Maya. Maya ist ein 3D-Programm und ja, Maya kann ich überhaupt nicht. Ja, ich bin froh, wenn ich überhaupt das Desktop-Symbol erkenne, wie das Programm überhaupt geöffnet wird. Ja, müsste ich schon suchen. After Effects, ich kann mich mit dem Ding nicht anfreunden. Ich mag es, also was, ich mag das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich bin aber volles Opfer. Und ja, habe ich halt jetzt. Na, und ich brauche 70% insgesamt. Ja, wenn man zwei Bereiche nicht kann, ist das natürlich ganz kritisch. Und ich weiß, einige von euch haben mir auch alles Gute gewünscht und viel Glück und viel Erfolg und sowas. Vielen Dank auf jeden Fall wirklich an euch alle, die mir das gewünscht haben. Ja, es ist aber kritisch, sage ich euch. Ja, ich weiß ja natürlich auch jetzt schon des Längeren, dass ich jetzt heute Prüfung habe. Und habe mir dann natürlich auch vorgenommen zu lernen. Und ja, wie das halt so ist, ne, dann hat man so, sage ich, ja, die letzten zwei Wochen vor der Prüfung gebe ich Gas und gebe mir das alles und... Ja, und dann, ja, kommt halt ein kleiner Auftrag rein, sagst du, ja, okay, muss ich das jetzt machen, boah, musst du so zwei Tage weg vom Fenster, dann am dritten Tag sagst du, jetzt muss ich aber üben, dann musst du was anderes erledigen, dann musst du das machen, dann kommt dir das dazwischen, ja, und das ist dann halt so gekommen, dass ich dann halt gestern zum ersten Mal wirklich mir so ein paar Tutorials gegeben habe, wollte dann halt heute wirklich auch was machen in dem Programm. Dachte ich, einen Tag vor Ding, wird schon irgendwie klappen und hab das Maya-Programm komplett schon abgeschrieben, ja, dachte irgendwie After Effects, noch ein paar Punkte rausholen, dass ich mal auf meine 70% komme, so, ja, und dann habe ich spontan einen Anruf bekommen, ja, ey, bitte, bitte, kannst du mir helfen, Kurzfilmprojekt, kannst du die Kamera machen? Und ich so, boah, ey, Digga, ich habe morgen Prüfung und hin und her und dies, das, ja, bitte, bitte, wir drehen auch so. Und dann habe ich erfahren, ja, wir drehen mit Sony FS7, ja, ist eine geile Kamera. Ich weiß nicht, was die jetzt kostet, 12.000, 15.000, das ist mit Schneider Kreuznach Linsen, ja, das ist auf jeden Fall gehobene Ferrari-Klasse unter den Linsen. Objektiven, ja, kostet ein Objektiv 4.000 Euro, ja. Sowas zu drehen macht Spaß, liebe Leute. Das ist eine geile Sache. Ich dachte, ja, komm, scheiß drauf. Ja, bin ich heute Morgen nach Mannheim gefahren, wo wir gedreht haben. Also Richtung Mannheim, da eigentlich in Sinsheim. Eigentlich in Sinsheim, wo Hoffenheim ist, ja. Haben wir heute gedreht. Ja, war ein interessanter Kurzfilm, ja. Eigentlich nur eine Szene, so ein Dialog, ja. Haben wir schon einiges an Zeit gebraucht, um das alles zu drehen, ja. War auch sehr interessant. Ein Dialog zwischen einem sehr lustigen Typ aus dem Ruhrpott, ja, und einem jungen Mädchen. Echt cool, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich bin aber jetzt gerade nach Hause gekommen, ja. 2.33 Uhr haben wir jetzt mittlerweile. Jetzt in ein paar Stunden ist die Prüfung. Als ob ich mich jetzt nochmal dran setze und lerne. Ja, was, wo lebt ihr? Ja, gar nichts mache ich jetzt. Ich mache mir gerade meine Pfeife. Ja, gib mir jetzt noch irgendwie ein, zwei Folgen von irgendeiner Serie und ja, dann werde ich einfach mich ins Bett legen und beten, ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ja, und er muss auch einfach mal an das Gute glauben, ja, einfach hoffen, ja, und einfach so, ja, dass es einfach irgendwie klappt, ich weiß nicht wie, aber es muss irgendwie klappen, es ist eigentlich voll dumm von mir gewesen, ja, nicht zu lernen, aber hey, so ist das Leben, ja, was soll ich sagen, ja, es ist auch einfach mal positiv bleiben, ja, deswegen, liebe Leute, ja, ich habe auch direkt morgen durch das nächste Projekt, muss ich ein Musikvideo drehen, ja, und ey, es ist, ja, viel beschäftigter Mann, sage ich euch, ja, und habe auch noch, ehrlich gesagt, nichts vorbereitet fürs, ich habe nicht mal die Akkus geladen, ja, man muss ja Akkus laden, muss viele machen für so ein Musikvideo, ja, nicht nur Musikvideo, für alles, ja, nichtsdestotrotz, Prüfung, ja, wenn, also heute sollte heute keine Sendung mehr erscheinen, ja,
denkt nicht, ich bin durchgefallen, ja, weil es sehr wahrscheinlich ist. Vielleicht bin ich auch nur am Feiern, ja, vielleicht habe ich es ja doch irgendwie geschafft, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, liebe Leute, ja, positiv bleiben, ja, negativ sein ist scheiße, macht keinen Spaß, ja, das wollen wir hier mal gar nicht machen haben, ja, und deswegen, ich wollte euch nur mal informieren, wie es gerade aussieht, ja. Ja, ein paar Stündchen ist die Prüfung, 2 Stunden lang geht die, das kriegen wir schon irgendwie hin, ja, im Notfall muss ich halt irgendwelche Leben bedrohen mit irgendwelchen Schlägern oder so, ach, das ist alles möglich, sage ich euch, ja. Ja, so ist es. Ich stecke mir auch ein Fuvi extra in die Tasche, vielleicht, Fuvi, für manche Leute ist viel Geld, ja, weiß nie, ja, so ist es halt, ja, ich bin auch noch gar nicht müde eigentlich, ja, mein Schlafrhythmus ist natürlich im Arsch. Ich müsste schlafen gehen, aber nö. Ich gebe mir jetzt noch ein bisschen hier, ja. Egal, liebe Leute, ja, egal. Es wird schon irgendwie, ja. Ich bin auch ehrlich gesagt voll. Ist mir eigentlich, ich, um Gottes Willen, ich will sagen, egal, ja, aber ich bin gerade so voll locker, so. Also, es ist irgendwie so, irgendwie glaube ich zu viel, dass es gut geht, ja. Ich weiß nicht. Aber ey, ich habe gewonnen, Tipico. Es war ein gutes Wochenende. War ein geiler Dreh jetzt. Hat richtig Spaß gemacht und, ja. Wenn es nicht klappt mit der Prüfung, ja, dann melde ich halt hier YouTube als offizielles Hauptgewerbe an und dann machen wir das schon. Ja, wenn nicht, dann, ja, dann ist auch gut. Dann ist es besser, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, ja klar. Also, ja. Ja, das wollte ich schon mal loswerden. Haut rein, liebe Leute, ja, ihr wisst, alles wird gut, ja, abonniert weiterhin und so ein Schwachsinn. Ja, ciao, ciao.